Bären nicht unbedingt noch blau, aber. Ja, diese blaue ist schon so nervig, dann weißt du. Ja, aber das wird ein bisschen schön. Nochmal die Lecker. Was hat der Arni mitgebracht? Keine Namen bitte. Nenn mich bitte Olaf. Was hat der Olaf mit dir gebracht? Mensch, Olaf. Thüringen. Würde ich auch sagen. Rudolstadt. Ist das nicht ein A? Ich dachte irgendwie Arnsberg. Ja. Naja. Industrielle Phase. Sind okay. Was kosten die? Also hier ist, da ist ein kleiner Bruch gewesen, da haben sie was geklebt, das Ende. Aber haben sie sauber geklebt. Was kosten die? Was kostet denn für dich, mein allerbester? Eieiei. 80 Euro. Das ist zu viel. Echt? Ich kann ihn nicht einräumen, preislich. Was wird's aussehen? Was hast du bezahlt, sag mal ehrlich? Also du sagst ja immer ehrlich, aber das kannst du ruhig sagen, was hast du bezahlt? 15 Euro. 15 Euro, ne, das war nicht zu viel bezahlt, natürlich. Aber, sind die so billig, die Dinger? Ja. Echt? Das ist aber eine schöne Qualität. Also du kriegst vielleicht 20 das Stück. Das ist ja immer auch noch gut, aber nicht von mir auch. Also nicht ja. Moin. Moin. Hast du auch nicht so richtig drin bei mir? Nee, ist auch. Verkaufst du an, Jay. Aber. Der steht doch so weit. Aber ich weiß nicht, ob der dir mehr als 20 Euro ein Stück gibt, tatsächlich. Da warte ich, als Manfred mal wieder kommt. Ist der blind? Ist Manfred etwa blind? Pass bloß auf mit dem Ding hier, ey. Wenn man mal klebt, ist er sehr empfindlich. Uff, wow. Na, aber die Vorlage dazu ist älter natürlich, ne? Also das ist ja alte eine neue Herausforderung vom alten Modell. Also. Und auch Altbemalung auf die, würde ich mal sagen, die waren früher so bemalt. Meinst du nicht? Würde ich mir vorstellen. Also das Gold ist halt, das sieht dann immer so schön alt aus, weil das eben kein Billiard-Gold ist oder so weiter. Blau. Ja, das ist schön gemacht. Ist halt Unterlasur gemalt. Dadurch sieht das eben so schön aus, weil das noch verschwimmt. Und das Gold haben sie dann aufgesetzt. Das Gold im Sockel sieht ganz gut aus immer, aber du siehst es halt an, also an den Gedöns hier und an den Umrandungen, dass das eine neuere Geschichte ist. Haben sie nicht mehr so schön gemacht. Auch die Feder, die auf seinem Hut aufgemalt ist, ist ja nur aufgemalt. Also ist ja nicht unten drunter auch eine Ausformung von der Feder. Kann ich dir noch machen? Bist du hin? Ziehen? Kannst du drin ziseliert? Moin. Moin. Hast du mir gerade eine Frage gestellt? Nee, bitte nicht. Du hast mich so angeguckt, Hast du eine Feder auf dem Hut? Jetzt hat dir eine Frage gestellt. Moin. Da siehst du. Eine Ausformung. Ja. Der Kollege mit den Katzenohren kommt. War Carsten schon hier? Gestern. Okay, ne, der wollte mir heute einen Bären zeigen. Am Ende bringt ihn mit her. Was für ein Bären? Nein, kein Teddybär. Wiener Bronze? Nee, so ein kleinen Stoffbären. Schoko. Ach, ein Stoff? Keine Ahnung. Stoffbär. Bringt der Carsten her ein Stoffbär? Ist gar nicht, dass er sich so klein machen kann. Oh, ist der Carsten niedlich. Ich kann mal kuscheln. Der hat letztens so gelacht, da hat er meinen Steifbären gesehen in dieser Glasröhre drin. Oh, ja. Ali, was hast du denn hier? Fehlt ja nur noch vorm Allüt. Ja, ja. Wieso, was denn das? Ich sag, na Mann, ey, kick mir doch mal an, sag ich. Der muss da nicht so einsteigen. Ja, aber er sieht natürlich schon ein bisschen. Ja, ja. Aber es ist eigentlich witzig. Die zur Präsentation, stell mal vor, du hast einen Stand nur mit diesen Gläsern und nur mit diesen Bären. Das bestimmt auch witzig aus. Ja. Also. Da wundern sich, aber du musst nichts machen. Du kannst das Ding einfach mit kleinen Zettel drin, ausgepreist, fertig, packst du ein, aus, fertig. Ja. Staub nie ein, staub nie ein. Nicht, gehen keine Motten rein. Antiallergien? Genau. Ja, auch kann ein Allergiker sich so einen Bären mal einstellen? Wenn ich wüsste, wer sowas kann, würde ich mir ihn suchen. Der das restauriert? Nee, der mir den nachstopft.
Man muss ja hinten nur die Rückennaht aufmachen, da wo der Buckel normalerweise sitzt, ist. Und da muss man ihn nur nachstopfen, damit er wieder diese Form bekommt. Der hat ja so einen richtig geilen Buckel. Das ist ein richtig früher Steifbär. Das ist ja das Schöne dabei. Na, steif macht das, wenn es steif ist. Nee, das ist hundertprozentig steif. Dann macht das steif. Ja, aber kostet richtig Kohle, wa? Ist halt das wert vielleicht? Ja, weiß ich nicht. Meine, so eine Bären werden ja auch teilweise... Ich Moin. Na, er nicht. Halt gerade Zero. Mhm. Vielleicht mit dem Fahrrad vorbei. Also ist das, nee, für mich ist das nichts. Ah, dann stelle ich sie dann weg. Erstmal. Vielleicht lasse ich Angie nochmal vorbeikommen. Du lässt Angie nochmal vorbeikommen? Ja. Ach, ist das süß. Ja, die Originale hätte ich gar nicht genommen. 1780 ungefähr. War so wahrscheinlich. Oder früher. Darstellung. Ach, Darstellung, 1780. Ja, aber den Knopf gab es schon. 1860. Ach, hör auf, die Feder auf dem Kopf wahrscheinlich. Ja. Ich warte auf den Anruf, dass ich mir da in der Friedelstraße den Keller anbieten kann. Da hat da jemand eine Wohnung geräumt.